Also bei der BGV war es technisch natürlich perfekt, also das ist wunderbar. Ansonsten, ich habe es ja schon erwähnt, es fehlen einem schon die Menschen in der Halle. Also ich mag das sehr und hoffe, dass wir bald darauf zurückkommen können, auch wenn wir die Hybrid-Variante dann wählen können mit der Online-Versammlung. Insofern war es alles okay, alles prima, auch dass wir so viel Informationen geben können, aber das nächste Mal bitte wieder in der Schwarzwaldhalle. Wie hast du die Mitglieder empfunden? Wie kamen die Fragen an? Was für Fragen wurden gestellt? Na, die sind sehr kritisch teilweise, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil wir kritische Zeiten hinter uns haben. Und ich finde das gut, sich mit dem Verein kritisch auseinanderzusetzen. Das zeigt einfach das große Interesse. Und insofern fand ich das alles sehr positiv. Das war alles anständig und in Ordnung und habe einen hervorragenden Eindruck davon. Jetzt geht es bei sowas natürlich auch immer um Zahlen, um Bilanzen. Wie sieht da dein Fazit aus? Der Michael Becker hat ja eine ziemliche Gabe, langweilige Zahlen relativ interessant darzustellen. Und das ist auch wichtig, einfach, dass man es nachvollziehen kann. Und vor allem, dass wir in manchen Geschäftsfeldern, wo wir Zuwachs haben, auch die Entwicklung darstellen. Dass wir also nicht nur was mit uns rumschleppen, sondern dass wir auch eine positive Aussicht auf die Zukunft haben.